glaube zwar nicht, dass ich da rankomme, aber ich muss es versuchen. Ich muss. Das ist viel zu hoch. Nicht unterkriegen. Ich schaff das schon. Halt, Baumstamm! Halt, halt, halt! Ich falle gar nicht runter. Ich laufe. Los, Baumstamm. Los, los, los! Hapsi, glaubst du wirklich, dass Dreihörner alles machen können, was sie wollen? Ja, selbstverständlich, Zera. Na, 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 Tapsi. Na ja, wenigstens einer glaubt mir hier. Ich wünschte, es wäre wahr. Seht mal hier, Freunde, ich habe einen neuen Trick. Ich nenne es Baumstammlaufen. Wenn ihr genau aufpasst, dann könnt ihr das auch. Zuerst müsst ihr raufklettern. Das ist ganz schön schwierig. Dann steht ihr auf. Das ist noch viel, viel schwieriger. Und nicht runterfallen. Das ist das Schwierigste vom Ganzen. Und jetzt fangt ihr an zu laufen. Immer schneller und schneller. Je schneller, desto besser. Jetzt bin ich so schnell wie der Wind. Das macht Spaß. Japp, japp, japp. Oh ja, das müssen wir auch versuchen. Baumstammlaufen wird euch Spaß machen. Japp, japp, japp. Und man kann es ganz leicht lernen. Ich zeig euch gern, wie es geht. Oh ja. Hey, ich versuch's jetzt mal, Ducky. Ist nicht so schlimm, wenn ich nass werde. Macht Platz, ich will's auch versuchen. Los, komm ins Wasser, Petri. Petri, nicht ganz sicher. Littlefoot erst versucht. Oh nein, nicht ich, Petri. Hm? Vierbeiner wie wir können die Beine beim Laufen nicht so dicht zusammensetzen. Aber wir sehen uns das gerne an. Alles klar, auf ihn mit Gebrüll. Das hat Spaß gemacht, zumindest zu Anfang. Das sieht gar nicht so schwer aus. Seht ihr? Es ist Kinderla. Los, komm, Petri, du bist dran. Petri, nicht sicher mit die Sache. Ich nicht guter Renner wie Chomper. Ich fliege. Naja, wenn du merkst, dass du fällst, kannst du ja einfach von dem Baumstamm wegfliegen, Petri. Ach ja, mir kann fliegen. Also schön, mir versucht mal. Gebt auf. Es ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Wir müssen einfach nur so lange üben, bis wir nicht mehr üben müssen. Ja, bis wir es genauso gut können wie Ducky. Oder sogar noch besser. Chomper, du bist im Baumstammlaufen niemals besser als ich. Oh nein, nein, nein. Übt doch alle einfach noch ein bisschen. Wenn ihr soweit seid, dann machen wir ein Spiel und sehen, wer der beste Baumstammläufer ist. Dieses Spiel wird Spaß machen. Vor allen Dingen, wenn ich gewinne. Man soll die Schlüpflinge nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Ganz genau, weil mir gewinnen wird, ganz klar. Oh nein, nein, nein. Ich werde gewinnen, wenn ich mal wieder auf meinen Baumstamm rauf könnte. Hallo, Leute. Was ist das für ein Spiel? Das große Baumstammrennen.
Chomba, Ruby, Petri und Ducky wollen sehen, wer am längsten auf dem Baumstamm laufen kann. Hey, ihr macht das toll! Das ist ein Spiel für Zweibeiner, nicht für Vierbeiner wie uns. Wow, wow, wow. Wow. Dieses Baumstammrennen sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Hä? Huh? Drei Hörner können alles besser als alle anderen, egal ob Zweibeiner oder Vierbeiner. Das steht felsenfest. Ich zeig's euch. Geht beiseite, Zweibeiner. Ich werde euch mal zeigen, wie ein wahrer Meister das macht. Was ist passiert? Oh, gar nichts. Danke für deine Hilfe, Spike. Wir sehen uns nachher an der Wasserstelle. Na schön, dann erzähl mal. Warum humpelst du, Zera? Ich bin auf einem Baumstamm ausgerutscht, halb so wild. Oh, das sieht nicht gut aus. Dein Knöchel ist ja ganz geschwollen. Hier, das wird die Schmerzen lindern. Tricia, du holst ein bisschen Modderpampe für Zeras Knöchel. Ach, das ist doch nicht nötig. Ich muss wieder zurück und Baumstammlaufen üben. Das glaube ich aber nicht. Auch wenn es dir jetzt besser geht, musst du deinen Knöchel eine Weile schonen, Zera. Zera. Igitt, ich hab doch gesagt, ich will keine Modderpampe. Das macht Riesenspaß. Oh ja, und wie? Mir möchte auch viel Spaß haben. Jetzt Beeilung und einer runterfällt. Wir brauchen noch einen Baumstamm, Petri. Los, komm schon, Spikey. Was meinst du, Spike? Kannst du einen umhauen? Wow, das hast du toll gemacht. Super, und jetzt schnell zurück. Petri! Danke, Freunde! Du und Spikey, ihr müsst das unbedingt auch mal probieren, Littlefoot. Das wird euch gefallen! Oh nein, das kannst du knicken. Du hast ja gesehen, was mit Zera passiert ist. Ja? So, alles wieder gut. Danke für deine Hilfe. Bist du sicher, dass alles wieder in Ordnung ist? Absolut. Jetzt muss ich das Baumstammrennen gewinnen. Das schaffe ich doch mit links. Wenn es so leicht ist, warum hast du dir dann wehgetan? Sowas kann schon mal passieren, aber ich krieg das hin, denn ich bin ein Dreihorn. Und genau das macht mir Sorgen. So, ich denke, ihr seid soweit. Wir starten den großen Wettbewerb im Baumstammlaufen. Auf die Plätze. Fertig. Und los! Ich habe fertig. Ducky, Ruby und Chomper machen das super gut.
Das könnte eine Weile dauern. Halt! Augenblick! Sofort aufhören! Ich bin die Einzige, die noch oben ist. Hab ich etwa gewonnen? Ja, Ducky, du hast... Immer langsam mit den jungen Dinos. Ihr habt ohne mich angefangen. Das ist gemein. Das zählt nicht, weil ich auch mitmachen will. Was ist denn mit deinem Knöchelzehrer? Du solltest nicht... Mir geht es bestens. Wo ist mein Baumstamm? Kein Problem, ich hol mir einen. Ducky nicht gewinnt? Naja, irgendwie schon. Und wiederum nicht. Das ist nicht so schlimm. Das ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel, den werde ich zeigen. Drei Hörner können alles, was sie sich in den Kopf gesetzt haben. Warum bleibe ich nicht auf diesem blöden Baumstamm drauf? Pass auf, Zera! Du kommst zu dicht an das schnelle Wasser ran! Ich krieg das schon hin! Immerhin bin ich ein Dreihorn! Oh oh! Wir müssen sie aufhalten, sonst gerät sie in das fallende Wasser! Ruby, Chomper, Ducky, versucht mit euren Baumstämmen Zera einzuholen! Juhu, alles klar! Kehrtwende und ab geht die wilde Fahrt! Passt auf! Nicht, dass wir euch auch noch retten müssen! Die Baumstammläufer-Rettungstruppe eilt zur Hilfe! Ruby, Chomper, Ducky! Könnt ihr euch nicht beeilen? Wir versuchen's, aber es geht nicht schneller! Ja! Vielleicht kannst du versuchen, ein bisschen langsamer zu sein! Na toll, als ob ich das nicht schon versucht hätte. Halt, Zera! Hilfe! 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 Das war doch Zera. Sie treibt auf das fallende Wasser zu. Ich werde sie retten. Der Felsen müsste das schnelle Wasser blockieren und Zera davor schützen, runterzufallen. Aber Herr Dreihorn, der Felsen ist riesig. Nichts und niemand kann den bewegen. Was ein Dreihorn sich in den Kopf gesetzt hat, das schafft es auch. Ich werd's dir zeigen. Also schön, Jungs. Versuchen wir es alle drei zusammen. Schneller, Zera, gleich hier! Sekunde. Danke, Freunde. Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe. Wie konntest du nur? Ich bin ja so froh, dass dir nichts passiert ist. Wir haben unser Spiel noch nicht beendet, Zera. Willst du noch mitspielen? Oh nein, lieber nicht.
Zira hat ihre Lektion gelernt. Lektion? Von wegen, ich muss gar nichts mehr beweisen, denn immerhin bin ich die ganze Zeit im schnellen Wasser auf meinem Baumstamm geblieben. Das kann ja nun wirklich nicht jeder. Ich bin immer noch in meinem Versteck. Jap, jap, jap. Ich weiß, du kannst es schaffen. Komm und such mich, Spikey. Ich singe. Vergiss nicht, Spikey. Achte schön auf deine Schnüffelnase. Du hast mich gefunden, Spikey. Jap, jap, jap. Na bitte, wer sagt's denn? Hallo, Großmutter Langhals. Haben Sie Littlefoot gesehen? Er ist mit seinem Großvater Baumsterne sammeln. Das wird das erste Futterdankfest für Chomper. Ach, wie wunderbar. Ja, und was hat das zu bedeuten? Weißt du, vor langer, langer Zeit lernten alle bei uns im großen Tal, wie wichtig es ist, sich umeinander zu kümmern. Und jetzt feiern wir, dass wir so gut als Gemeinschaft zusammenhalten und nicht mehr vor den Scharfzähnen Angst haben müssen. Verstehe. Scharfzähne können manchmal ein großes Problem sein. Ja, sie sind furchtbare, grässliche Kreaturen. Ich such dann mal Littlefoot. Oh, ich hab doch nicht ihn gemeint. Chomper? Ach je. Hä? Hier drüben, Chomper. Wir haben die allerbesten Baumsterne für das große Futterdankfest gefunden. Willst du uns helfen? Nein. Wir Scharfzähne können die guten von den schlechten Baumsternen nicht unterscheiden. Als ich ein Nestling war, haben uns Scharfzähne daran gehindert, Baumsterne zu futtern. Wir mussten uns mit Sumpfpflanzen begnügen. Igitt. Hey, Chomper, los, komm! Du willst doch wohl nicht das Fest verpassen, oder? Ich denke nicht. Nichts als Grünfutter. Chomper, setz dich zu uns! Kommt, Kinder, ich möchte nicht, dass ihr mit einem Schafzahn spielt. Vielleicht sollte ich doch ins geheimnisvolle Jenseits zurückkehren. Hier will mich euch niemand haben. Oh, nein, nein, nein! Im geheimnisvollen Jenseits bist du nicht sicher, Chomper. Da gibt es lauter böse Schafzähne. Wie Rotklaue. Ja, ich weiß, aber ich bin ja auch ein Schafzahn. Ja, aber du bist ein netter Schafzahn. Und du bist unser Freund. Du bringst uns Sachen bei, die du weißt. Wie heute. Du hast Spike beigebracht, seine Schnüffelnase zu benutzen. Ja, da hast du recht. Du bist ein sehr guter Lehrer, Chomper. Doch, das bist du, das bist du. Hey. Wenn ich Spike beibringen kann, seine Schnüffelnase zu benutzen,
Vielleicht kann ich dann den Scharfzähnen auch beibringen, nett zu sein. Oh, ich glaube nicht, dass du... Danke für die tolle Idee, Ducky. Du hast wirklich was drauf. Wenn ich die Scharfzähne dazu bringe, Freunde zu sein, dann ist das geheimnisvolle Jenseits genauso schön wie das große Tal. Hat jemand Chomper gesehen? Ich habe überall nachgesehen, aber sehen konnte ich ihn nirgendwo. Er ist vorhin weggegangen. Er hat irgendwas gesagt von Scharfzähnen beibringen, Freunde zu sein. Scharfzähnen? Freunden? Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Wir sollten ihn lieber schnell suchen. Wie wollen wir das denn anstellen? Spikey kann ihn erschnüffeln. Mich hat er mit seiner Schnüffelnase auch gefunden. Dann kann er das bei Chomper auch machen. Ich glaube nicht, dass Spike irgendetwas erschnüffelt, was er nicht futtern kann. Doch, er kann's. Chomper hat ihm gezeigt, wie das geht. Ich dachte, ich würde schneller einen Scharfzahn treffen. Was soll's? Dann suche ich mir eben morgen einen Scharfzahn. Jetzt mache ich erst mal ein Nickerchen. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt. Aber vielleicht können wir ja Freunde sein. Ihr sprecht Scharfzahnisch. Was gefunden? Aber klar hat er was gefunden. Was zu futtern. Nein, seht doch mal. Spikey hat Fußabdrücke gefunden. Chomper! Hey, endlich mal jemand in meinem Alter. Das ist schon besser. Hallo, du da. Wollen wir Freunde sein? Wenn wir Freunde sind, können wir Fang spielen. Ich werfe und du fängst. Na. Ups. Naja, du bist ja noch ein Anfänger.
Hey, nicht so wild. Wir essen unser Futter, nicht unsere Freunde. Au! Hey! Hey, warte! Scharfzähne zu unterrichten ist schwieriger, als ich dachte. So viel zum Thema Freunde finden. Weißer Berg, dann werden mir die Scharfzähne nicht folgen. Das würde ich auch nicht machen. Ist das kalt? Oh nein! Chomper-Laute klingen genau wie Chomper. Ja, nichts wie hin. War wohl doch keine so gute Idee, Scharfzähne im geheimnisvollen Jenseits zu unterrichten. Das ist doch Littlefoot. Hallo! Chomper! Wo bist du? Michael, ich bin hier unten. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich bin. Spikey, bist du das? Spikey! Du kannst mich finden. Denk daran, deine Schlüssel lassen ist alles. Vergiss Augen und Ohren. Du ja. Wie wollen wir zu ihm runterkommen? Das ist ein schlechter Zeitpunkt zum Essen, Spike. Wir versuchen gerade rauszufinden, wie wir... Spike? Schnell nach oben. Das war wirklich toll. Stark. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht, Chomper. Ja, das haben wir, das haben wir. Wir haben überall geguckt, ob wir dich finden, aber wir konnten dich nicht finden. Also mussten wir dich erschnuffelschnüffeln. Du hattest recht, Ducky. Ihr seid meine Freunde. Und diese Scharfzähne gehen mich wirklich nichts an. Sie wollen sich nichts beibringen lassen. Das klingt gar nicht gut, Freunde. Wir müssen von hier verschwinden. Erdschüttel! Was machen wir jetzt? Hier können wir nicht bleiben. Das steht fest. Wir müssen springen. Los! Wir müssen den Berg runter und zwar schnell. Kommt, Freunde, rutschen! Rutsch, Spike, rutsch! Petri nicht rutscht, Liebers fliegt! Ich werde auf keinen Fall den Berg hinunterrutschen. Es muss einen besseren Weg geben, nach unten zu... Oh. Hey, wartet auf mich! Sehr bitte. Ich
habe so viel von dem harten Wasser geschluckt, dass es für den Rest meines Lebens reicht. Wenigstens sind wir am Leben und können den Rest unseres Lebens erleben. Wir müssen schnell von hier weg. Es sei denn, Chomper will Rotklaue noch ein paar Manieren beibringen. Oh nein, leider schaffe ich es nicht, dem Schafzahn Manieren beizubringen. Das liegt wahrscheinlich nicht an dir, sondern an dem Schafzahn. Egal, machen wir, dass wir nach Hause kommen. Du hast das Futterdankfest verlassen, bevor wir dir dein Geschenk geben konnten, Chomper. Wir haben deine Lieblingsfuttersachen gefunden, das, was du am liebsten futterst. Wow, danke, Freunde. Will jemand was abhaben? Ach. Du bist dran! Zeug. Freunde, schnell! Spikey steckt in Schwierigkeiten. Was hat er diesmal angestellt? Spikey in Loch gefallen. Na und? Es ist zu tief, er schafft es nicht alleine raus. Gute Güte. Wenn ich Spike wäre und in ein Loch gefallen wäre, dann würde ich lieber nicht Spike sein. Kann er sich denn nicht rausgraben? Um sich rauszugraben, braucht er einen größeren Kopf. Naja, wenigstens habe ich nicht so einen kleinen Kopf. Ja, aber wenn dein Kopf auf Spikey wäre, dann wäre er nicht Spikey. Und du wärst nicht du. Ich fürchte, ich muss Ruby in diesem Fall recht geben. Spike besitzt nicht so einen starken Dickschädel wie ein Dreihorn. Er hat auch nicht so einen langen Hals wie, naja, wie ein Langhals. Aber wie kriegen wir Spike denn da raus? Könnten Sie uns vielleicht helfen, Spikey zu retten, Meister Plattnase? Ich denke schon, Kinder. Komm, zeigt mir den Weg. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Da fällt mir was ein. Du bist dran. Wer ist das? Was macht er hier? Und warum ist er mein Bett? Warum fragst du ihn nicht? Dann wissen wir es. Ich frage ihn nicht. Du fragst ihn. Niemals! Du fragst ihn. Ich frage ihn. Grüß dich. Ich bin Milo und das sind meine Freunde Lydia und Plauer. Hallo. Hallo. Ich will nicht aufdringlich sein, aber darf ich dich was fragen? Wie kommst du hier runter in unsere Welt? Ich habe ihn nicht verstanden. Vielleicht können wir das auch gar nicht. Hä? Vielleicht ist der Fremde, der aus dem geheimnisvollen Oben zu uns runtergefallen ist, der große Weise. Was? Der große Weise? Das könnt ihr voll vergessen. Wo wollt ihr denn hin? Meister Blattnase will Spikey aus großes Loch rausholen. Ach ja? Tja, na dann viel Glück. Spike wird es brauchen. Ich finde es nicht lustig, wenn ein junger Stachelschwanz in Schwierigkeiten steckt. Oh. Na komm, Zera. Ich zeig dir mal lieber, wie man Spike rettet. Das ist für dich, großer Weiser.
Oh, großer Weiser, darf ich dich was fragen? Warum rüttelt und schüttelt die Erde sich manchmal so doll? Aber natürlich, du machst, dass der Erdboden wackelt. Oh, vielen, vielen Dank, großer Weiser. Oh, entschuldige, großer Weiser. Wann werde ich das Nest meiner Eltern verlassen können und auf eigenen Füßen stehen? Ich verstehe. Wenn meine Hörner ausgewachsen sind, werde ich soweit sein. Danke, großer Weiser. Endlich ist der große Weise bei uns angekommen. Ich bin froh, dass ihr endlich zurück seid. Und er ist ganz sicher da unten? Er ist da runtergefallen. Aber bis jetzt höre ich nur seinen Bauch grummeln. Keine Sorge, Ducky. Ich finde schon einen Weg, Spike zu retten. Vom Klugschwätzen wird er nicht gerettet. Was zählt, sind Taten. Augenblick mal, Vater Dreihorn. Das ist eine Situation, die man mit Vorsicht und Bedacht angehen muss. Ach ja? Vorsicht und Bedacht? Von wegen. Fangen wir an zu graben. Aber wenn Sie an der falschen Stelle graben, dann fallen wir vielleicht alle darunter. Willst du mir etwa unterstellen, dass ich an der falschen Stelle graben könnte? Ja, wir müssen erst nachdenken. An der falschen Stelle? Ja, genau. Vom Nachdenken hat sich noch nie ein Loch gegraben. Wir müssen erst nachdenken. Wir müssen sofort handeln. Man muss erst nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Nachdenken. Handeln. Nachdenken. Ich nicht verstehe. Sie wollen helfen, Spikey, oder nicht? Wenn die beiden so weitermachen, dann helfen sie Spike niemals, ja. Handeln. Also wie kriegen wir Spike aus dem Loch raus? Oh, wenn ich das wüsste. Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich glaube nicht, dass wir ihn aufwecken sollten. Oh, aber wir haben keine Wahl. Hallöchen, großer Weiser. Großer Weiser. Hey, großer Weiser! Vielleicht tankt er gerade seine Kräfte auf. Kann sein, aber jetzt wird es Zeit, dass er seine Kräfte einsetzt. Hey, großer Weiser! OM, großer Weiser, entschuldige, dass wir dich aufgeweckt haben, aber die Zeit ist gekommen. Du musst gegen die große, scheußliche Bestie antreten. Die große, scheußliche Bestie läuft auf zwei Beinen wie ein Schnellschnapper. Sie hat einen Kopf wie ein Dreihorn. Und die furchteinflößenden Augen eines Nachtwandlers. Die große, scheußliche Bestie! Danke, dass du aus dem geheimnisvollen Oben zu uns runtergekommen bist, um uns zu retten, großer Weiser. Jetzt liegt es an dir. Bis dann!
geschafft! Du hast die große scheußliche Bestie gefangen! Der große Weiße hat uns gerettet! Der große Weiße hat uns gerettet! Du bist tatsächlich der große Weise aus der Legende. Oh ja. Wenn der Boden so weich war, dass Spike dort runtergefallen ist, brauchen wir Steine, um ihn zu stabilisieren. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen graben. So einfach ist die Sache nicht. Ha, du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Und du bist dickköpfig. Gar nicht. Ich will es nur auf meine Weise tun. Haben Sie sich denn nun endlich geeinigt? Mir nicht wissen. Mir ganz schwindelig. Tja, dann müssen wir eben selbst eine Idee haben, wie wir Spike retten können. Genau. Was ist mit diesen langen Ranken? Die sind ganz schön lang. Japp, japp, japp. Aber trotzdem nicht lang genug, um ihn aus dem Loch zu holen. Aber sie werden länger, wenn wir eine Ranke mit der anderen zusammenknüpfen. Lang genug, um an Spike ranzukommen? Spike kann die Ranke um seinen Bauch schlingen. Dann ziehen wir die Ranke hoch und die Ranke zieht Spike hoch. Also das ist die beste Idee des Tages. Der große Weise zu sein, muss dich ganz schön hungrig machen. Wir haben dir das ganze Essen unserer Kolonie gebracht. Du hast uns gar nichts mehr zu sagen, klar? Lass es dir schmecken! Große Weise Sehnsucht und möchte wieder zurück ins Geheimnisvolle oben. Ob Spikey das wohl sieht, was meint ihr? Ah! Sieht ganz so aus, Freunde. Schling die Ranken um deinen Bauch, Spikey. Zieh dran, wenn du soweit bist. Dann ziehen wir dich hoch, klar? Bereit? Und los! Auf Wiedersehen. Mach's gut, großer Weiser. Du hast uns vor der großen, scheußlichen Bestie beschützt. Es ist gut, wenn du ins geheimnisvolle Oben zurückkehrst und andere beschützt. Hey, wo ist die große scheußliche Bestie hin? Ha? Du bist nicht Spikey. Oh nein, nein, nein. Spike wäre auch viel schwerer gewesen. Wenn Spike nicht hier ist, wo ist er dann? Oh, du musst dich entschuldigen, Spikey. Spikey? Hm? Spike! Du! Ja! Spikey! Woohoo! Japp, japp, japp! Wer war denn das? Es ist egal, wer er war, weil er weg ist. Wichtig ist nur, dass Spike der ist, der jetzt hier ist. Und das macht mich froh. Ja, ganz, ganz doll froh. Wenn du mir doch nur zuhören würdest. Warum sollte ich? Mein Weg ist besser. Aber Meister Plattnase und Vater Dreihorn, wir haben Spikey schon gerettet. Hm? Tja, also, wie schön.
Wir hätten ihn früher retten können, wenn du mich nicht davon abgehalten hättest. Gar nicht wahr? Du hast mich doch abgehalten. Hab ich nicht. Hast du doch. 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 Hab ich nicht.